Bei TikTok, wenn du Streams guckst bei TikTok, da kannst du ja so swipen, ne? Und das haben die jetzt auch. Es gibt jetzt einen Feed-Bereich, nennt der sich bei Twitch. Okay. Ja, wirst du, also... Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie mein Rhythmus ist, aber ich glaube, ich gehe morgen mittags rein, weil 16 Uhr gehe ich ins Gym. Ja. Und dann... Dann geht das 18 Uhr, bis 18 Uhr live, dann 18 Uhr erst wieder live. Was sind andere Gegner jetzt? Oh, ich muss lenken. Na, guten Morgen. Das heißt, ich lenke rechts rein, ne? Jut. Warum lenk ich? Die sind auch schon Reaper 5 und können schießen. Ah, ja. Ich repariere den Mast. Ich brauche einen Halbmast. Ganz tolle brauchen wir den. Haben wir? Wir haben einen halben Mast. Ich bin tot. Kanonenkugel. Rüstung, hab dich. Wenn ihr Mast ist down, at least something. Das große Problem ist nur, ich kann wieder nicht steuern, weil die unser ganzes... Also die beschießen so. Doch, die Falle gerade voll schon, Alter. Was ist da los? Ich repariere das Lenkrad gerade. Ich glaube, die sind von uns gerade auch weg. Ja, die mussten Masten... Nee, die sind hinter uns. Aber die mussten Masten. Wir müssen unten schicken. Digga. Du sollst auf volle Kanne Gas geben und weggehen. Wir schießen uns in den Arsch. Kriegst du unten? Ich muss den Mast erstmal reparieren eben. Ja. Wir haben so Shots kassiert gerade. Die kommen hier hoch, oder? Ja, geankert. Warum habe ich kein Essen? Nochmal, Alter. Wie kann das sein? Wo sind die Ananas? Hast du alles Ananas genommen? Ja. Na, guten Morgen. Der ist One-Shot. Wo ist der? Hier, vorne. Ich geh ins Wasser. Kommt wieder raus. So. Ist wieder drauf. Ist der noch am Leben oder ist er tot? Ja, der kommt drauf, der kommt drauf. Rund hoch, rund hoch, rund hoch, rund hoch. Ich bin tot. Nicht tot, ich bin runtergefallen. Ach, Digga, schön. Dass ich noch Wasser an einem hatte. Das Ding ist. Digga. Okay. Nee, das war für mich auch die letzte Runde PvP. Da, also das ist so krass, wie viele Sweater hier sind wieder. Tja, der trifft dreimal, während ich mich nicht bewegen kann. Digga. Also sorry. Aber ich merke da nichts von, ja, da sind schlechte Leute. Nee. Das wäre wirklich zu sweaty. Du wolltest doch Athena-Curse jetzt machen, hä? Bitte? Du wolltest doch Athena-Curse machen. Ja, aber wenn ja die ganze Zeit Reaper 5 kommen und Leute, die den ganzen Tag das sweaten, da habe ich doch keinen Bock drauf. Also, guten Morgen, Gita. Vielleicht kommen die ja irgendwie mittags, ja, aber abends, Junge, da sind ja nur Sweater jetzt, online. Jetzt verstehst du langsam, was ich durchgemacht habe. Nervenzusammenbrüche incoming. PvP macht auch keinen Bock. Ja, das macht doch keinen... Also ich mach PvP gerne mal zwischendurch, zwei, drei Runden wie gerade, aber wenn wir jetzt reingehen, dreimal hintereinander aufs Maul kriegen, dann macht's für mich keinen Sinn. Ja, es ist auch wirklich sauschwer. Also du musst richtig dumme Stunden haben in PvP, damit du das auch checkst.
Die Aufgabe des Helms ist nämlich deutlich, deutlich schwieriger als die Aufgabe des Schützen. Ne? Immer Segel auf, also richtig haben, ob halb, ob voll, ob hoch. Also was ich richtig scheiße finde, sage ich ganz ehrlich an dieser PvP-Sache, ist immer alles nachkaufen. Das nervt mich. Also ohne Witz, dann sollen die einfach einen NPC reinbringen, wo du einfach sagst, wenn du reingehst, soll der dir alles reinlegen auf einmal. Aber dieses immer ewige Kisten nachbestücken und so, das fuckt mich ultra ab. Das nervt mich richtig. Guten Morgen. Ey, wir können auch entspannt PvP machen, wenn es sich ergibt halt in der Open World, aber Hourglass ist Quatsch. Also mache ich auch nicht mehr. Höchstens Hourglass auf, um die Flagge auf 5 zu boosten, 2 Wins in a Row holen, dann ist halt ganz nice so, wenn man es schafft, aber das siehst du ja selbst gerade. Ja, aber die Aussage war ja vorhin von den Leuten, ja, da sind voll die Lost-Leute unterwegs, die richtig schlecht sind, die PvP lernen wollen. Du gehst da rein, da kommen ja nur Sweater die ganze Zeit. Ja, die wurden jetzt aber auch gut gefickt jetzt in den letzten gestern und heute 2 Tagen. Dann haben die schnell gelernt, Hourglass vielleicht nicht anfassen. Das war ja auch am Anfang so, als Hourglass rauskam, da hat jeder gedacht, was ist das? Und dann haben die außersehen Hourglass angemacht und wurden komplett abgeschlachtet. So, die Leute raffen jetzt halt langsam, dass man das nicht macht. Also die Losten, die wissen, dass man das nicht drücken sollte. Also das Hourglass macht halt keiner. Das machen nur Trials. Denen das Spiel so langweilig geworden ist, dass es keinen Content mehr gibt, dann spielen die halt PvP. Also ja, logisch. Ja, oder wenn die halt sich die Skins und so holen wollen, ne? Da gibt's ja viele, die da hinterher sind. Ja. Ich sag mal, da müssen die, also ich, da sollten die, glaube ich, fürs Hourglass fände ich es auch eigentlich ganz geil, wenn es so ein Hidden Matchmaking gäbe, zumindest. Weil wenn du dagegen einkommst, der da, weiß ich nicht, ey, wir hatten gestern in der Open World einen gehabt, der hatte Gold Skeleton Skin. Also, der war ja Level 1000 oder so. Da hast du never eine Chance. Ja. Die machen dich weg. Aber Matchmaking ist keine Lösung. Matchmaking ist Quatsch. Wenn ich ein Matchmaking jetzt hab, dann habe ich auch nur Tryhards. So ändert ja nichts. Ich krieg ja keine schlechten Spieler jetzt ins Gegnerteam. Genau, und Matchmaking funktioniert auch nur dann, wenn man viele Spieler hat. Was Sea of Thieves nicht hat. Jetzt halt mit PlayStation vielleicht ein bisschen mehr, ja, aber was bringt das dann? Dann queust du 10 Minuten, um einmal jemanden schlechten wegzumachen. Das Problem ist, die haben sich das kaputt gemacht selber. Die haben das Spiel damals released und da gab es ja kaum Content. Ganz am Anfang, wo das Spiel rauskam, gab es ja nur 3 Fraktionen, oder nee, 4. Es gab den Seelenorden, den Handelsbund und die Goldhorter und dann Athena halt, ne? So, und du konntest bei den Fraktionen nur eine Aufgabe machen. Und die Skelett-Forts gab's. Das war alles in dem Spiel am Anfang. Das sind nicht die einzigen Baustellen. So, und das Problem ist... Unendlich Probleme. Ja, aber das Problem ist, es kommen immer noch bei mir Leute ins Stream und fragen, kann man Sea of Thieves mittlerweile spielen oder ist immer noch so lame wie damals? Die Leute denken dann 8 Jahre später, das Spiel ist immer noch so, wie es am Release war. Ja, und dann denke ich mal, die Cheater-Problematik, die wird halt viele Leute vertrieben haben. Wollen wir hier einkaufen? Können wir machen, ja. Okay, jetzt direkt alle Kisten nach und nach immer kaufen, oder wie? Ja, können wir. Okay, Kanonenkugel. Ist ready? Ja. Okay, auf 3, 1, 2, 3, go. Warum auch immer, ich kann keinen... Habe ich? Lagerkiste holen? Ach, weil du es geholt hast, ne? Habe ich schon, ja. Essen. 1, 2, 3, go. Habe ich? Holz. 1, 2, 3, go. Habe ich. Wenigstens haben die das gepatcht mit der alten hier. Junge, das hat so genervt. Du hast teilweise diese Kisten gekauft und die hat sie dir einfach nicht gegeben. Mhm. Dann musstest du das Konter buggen, indem du eine Mission bei ihr annimmst, die Mission abbrichst und dann hat sie dir die Kiste gegeben. Das war so ein Scheiß. Endlich ist das, der Bug war unendlich lang drin. Ja, ich mach auch kein PvP mehr, das bockt auch gar nicht. Das nimmt einen auch voll die Lust. Ich habe jetzt schon deutlich weniger Bock zu zocken, einfach nur weil ich PvP gespielt habe.
und so Zeit verschwendet habe. Das hat ja jetzt nichts gebracht vom Ding her. Wir haben nichts gemacht. Kein Progress, nichts gesammelt, nichts, gar nichts. Das war einfach so. Wenn du jetzt aber so generell PvE diese dicken Kisten da holst und dann aber Leute kommen und du dich dann fixst, das macht viel mehr Spaß. Ja, weil du hast halt und dann direkt so dieses Fights mit den Schätzen und allem, ne? Ja, du kannst auch auf Insel gehen, auf Inseln kämpfen und sowas, was viel geilere Fights so. Du kannst sneaky spielen, du kannst mal ohne dein Schiff losgehen und sowas. Das ist schon. Open-World-Fights sind schon geil, also deutlich geiler. Aber das Ding ist, diese PvP-Sachen, die kamen nie bisher gut an in SOT so. Ich meine, Hourglass finde ich jetzt an sich gar nicht mal schlecht, ne? Aber die hatten ja früher einen komplett eigenen Modus für PvP. So ein Battle-Royale-Ding mit Schiffen. Ja, weiß ich auch. Mit 8 Schiffen irgendwie. Das konntest du voll knicken. Da bin ich einmal reingegangen, die ganze Runde nur mit Stream-Sniper voll. Bringt halt nichts, wenn das 3 Leute spielen, das Game. Ja, das hat gar nichts gesagt. Also da habe ich direkt gesagt, das kann ich vergessen. Arena brauche ich niemals leveln. Da kamen direkt irgendwie 4 Schiffe auf uns. Zum Strudel. Machen wir mal den Mini-Boss. Auf Blazy, also das ist schon geil, dass auf Blazy ist, aber 14 Euro ist halt leider ein Bomber. Die müssen da 10, 20 Euro maximal machen. Dann hast du da wirklich eine Spielerschaft auch. Bei 40 Euro für das alte Game jetzt, Alter. Und nur weil es jetzt hier auf PlayStation gekommen ist, das ist für mich kein Argument zu sagen, hier Vollpreis noch. Ja, vor allen Dingen verdienen die auch mit dem Plunderpass und den Skins eigentlich. Ja, 40 Euro ist too much. Ich meine, es ist ein gutes Game so, aber overall jetzt, abseits von den ganzen Problemen, aber. Allein jetzt auf was für ein Server wieder sind 83er Ping, 100er Ping. Oh, wir spielen einfach NA oder so ein Scheiß. Also wenn die das Game sogar, ich könnte mir sogar vorstellen, das Game Free-to-Play machen würden, dann hätten die auf jeden Fall ordentlich Spieler. Das Problem ist, Free-to-Play hast du alles voller Cheater. Da ist eine Galeone beim Strudel. Ja? Mhm. Ja gut, wenn, ja, die fucken wir ab. Let's go. Das sieht sogar nach einer No-Skin-Galeone aus. Ja, dann sind die eh meistens... Oh, nee, oder? Oh, bitte nicht. Da kannst du mal deinen Scattershot dann endlich probieren. Ja, probier mal. Der fühlt sich dann schon sehr gut an. Mit Brandgranaten. Ich sag mal, das Gute ist, wenn wir dieses PvP machen, ich lerne dann halt sehr schnell auch das mit dem Lenken, mit dem Schiff und allem. Das ist, du unterschätzt das komplett, ne? Guck mal, soll ich dir mal sagen, wie du lenkst jetzt, ohne dich zu fronten? Weißt du, wie du deinen Helmjob machst von Prozent, was du noch könntest? Ich mach den 10% gerade mal. Nicht, ja, so ungefähr, genau. Ich könnte nicht mal den Helm machen und ich habe schon ordentlich PvP gespielt, weil Helm so kranker Stress ist und so viel schwerer. Schießen ist stumpf. Schießen ist einfach, okay, ich habe einen Engel, gibst du mir einen Engel? Ich schieß, fertig. Hey, ich habe einen Engel, ich gehe rüber, ich mache Action, ich baller, ich schlag zu, ich versuche was. Aber der Helm hat so Stress auf den Eiern, du musst so doll Prioritäten setzen, ein Decision-Making machen, was... Du brauchst tausende Spielstunden, aber tausende Spielstunden, um das Decision-Making smart zu machen. Bedeutet, du nimmst manchmal in Kauf, dass wir viele Löcher haben, damit du mir einen Engel gibst, damit wir Pressure haben. Naja. Das macht einen guten Helm aus und das ist krank. Also das ist nicht zu unterschätzen, wie schwer es ist, ein Helm zu sein. Also der Typ, der das Schiff managt, das ist crazy. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja mit den Boys so gezockt, wir haben so auf einer Brick gespielt, zu dritt. Was unser Helm gemacht hat, so ein 16-jähriger kleiner Fortnite-Player gefühlt, Digga, der hat ein Decision-Making gehabt und Prioritätensetzung, der hat alles gemacht. Der hat das Schiff gelenkt, dann hat der kurz geschippt, dann hat der kurz, ja okay, laufen wir halt voll, dann macht er mal kurz einen Call, Jungs, ihr müsst 2-3 Mal shippen, dann ist alles wieder gut. Der macht die ganzen Calls, also das, glaub mir, was ein Helm kann, also wenn der wirklich gut ist, das ist so, das ist wirklich ein hohes... Dann ist er eine Helmbombe. Ja, dann ist er wirklich eine Helmbombe. Er hat recht. Das habe ich noch nicht gesehen. Deswegen, also Helm ist halt unfassbar schwer. Es ist wirklich so krass schwer. Und der entscheidet, ob du das Game gewinnst. Weil schießen kannst du relativ schnell. Also, ich schieße jetzt auch nicht perfekt, aber das ist halt stumpf. Du hast ein bisschen Gefühl und dann ballerst du drauf und gut ist. Aber Helm zu machen, ist halt der harte Job. Das ist wirklich der harte Job. Hätte ich aber auch keinen Bock zu lernen. Das ist,
Das ist so, du lebst nur auf Stress, das ist so, als würdest du... Und dabei hast du nicht mal so die geilste Action, du hast ja keine Fight. Und du kriegst auch immer den meisten Frust eigentlich ab. Ja, also ein Helm, also ich war meinem Helm nie böse, weil ich weiß, Digga, der blutet. Weil, also Helm ist halt also wirklich nicht zu unterschätzen, wie crazy das ist. Weil der muss am allermeisten funktionieren, der hat auch nur Stress. Der hat die ganze Zeit, der ist permanent unter Strom einfach. 1000 Sachen managen, Alter. Und dann Segel machen und hier und da und wir kümmern uns nur ums Schießen. Richtig stupide, Alter. Und der carried einfach alles. Na, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Weil, wie gesagt, du hast keine Gunfights als Helm. Du gehst nicht rüber und dann knallst du jemanden ab und dann machst du irgendwelche geilen Plays, springst bei dem im Boot rum und sowas. Nein, du musst nonstop das Schiff permanent perfekt fahren. Das ist halt wirklich nicht easy. Abend, Daniel. Oh ne, ist das mitten im Sturm? Yes, sir. So, Kevin, geleite uns sicher. Durch den verfickten Sturm. Das wird echt unangenehm. Unangenehmer für die, sage ich. Linke Seite kannst du, wenn du willst, was hucken. Ah, okay. Zu spät. Na doch, schon zu schnell vorbei. Dann eben geschossen. Die Frage ist noch, sind die überhaupt noch da? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt erstmal hier zwischen den Felsen durch. Ja, da ist irgendein Schiff, aber das sind Geisterschiffe, ganz viele. Ja, ja, das ist von dem Event. Hä? Okay, ich dachte, das wäre einfach nur ein Boss. Nein, nein, da kommen jetzt Geisterschiffe. Da kannst du so eine Phantomkugel kriegen, die ist Giga. Ich dachte, das wäre einfach der Boss. Schade. Aber der Boss war, glaube ich, ein roter Schiff. Ja, ja, der rote ist das mit dem Bossfight. Geisterzumal ist ja völlig quatschig. Aber hier war eine Vielleicht Galli. Hast du die gesehen und hast gedacht, nein, das wäre eine. Nein. 100% eine Galli war hier. Schön weiße Segel. Das Blau ist ja unverkennbar von den Geistern. Ja, vielleicht sind die aber untergegangen, weil die gegen die reingeschissen haben. Das kann aber nicht sein. Cheater immer noch so krass. Also, ich spiele jetzt zum ersten Mal. Kevin meint, er hat schon ein paar Stunden gefahren, noch keinen gesehen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber wer weiß. Auch easy Anti-Cheats. Sich cheat sicher. Also machen wir die Geister weg. Komm. Zum Glück ist das nicht im Sturm. Ich hab's auch noch nie gemacht, glaube ich. The Burning Blade. Ich werde mir mal einen Zuschauer vor mir schnappen und werde mal mittags reingehen ins Hourglass. Wenn das dann wirklich nicht so gigakrass mit Sweatern zu ist, dann werde ich immer mittags spielen. Und dann sage ich hier, ich werde zur Helmbombe. Für Helmbombe brauchst du 1000 Stunden, unterschätzt mich. Ja, jetzt lachst du noch, warte ab.
Wenn ich einmal mich festbeiße, dann lass ich nicht mehr los. Okay, okay, Mann. Nur zu. Aber für mich ist das vergleichbar mit Fortnite jetzt eine Runde FNCS spielen. Weißt du, was FNCS ist? Ne. Fortnite Competitive Pro Series. So ein Ding ist das. Fortnite bin ich komplett hier, raus. Profi-Helm, ich würde gerne mal einen Schuss haben langsam. Und los geht's. Hey, jetzt splitten die sich. Interessant. Ganz rechte Seite gleich wieder schießen. Geister! Alles gut. Also du hast hier vorhin alle vier Anani rausgejoinkt, ja? Ja. Außer Sehen. Ja, ist okay. Ich wollte einfach Essen reinnehmen, hab mir erstmal Ananas genommen. Wir haben Löcher unten, ne? Ja, du kannst oben schießen, ne? Wir schießen, schießen. Linke Seite kannst du gleich schießen. Oh, oder rechte. Oh, den habe ich nicht gesehen. Das ist ja gar nicht der Pay-to-Win Cannon Smoke. Warum? Der ist einfach rot. Ich glaube, der weiße ist sogar mit einer der besten, ne? Standard. Ich glaube, Standard ist wirklich das Beste von allem. So, Standardkanonen hier. Damit aimt sich am cleansten. Ist am besten Vision. Wenn es einen Pay-to-Win-Kanonen-Skin gibt, Chat, sagt mir Bescheid, ich kaufe ihn mir. Ja, dann sag mir Bescheid. Oder ist das Ganze nicht Jupiter? Oh, da kommt der Dicke. Oh, der ist daneben gegangen, zum Glück. Ah, die hauen ab. Der Boss kommt jetzt, glaube ich. Oder erste Boss-Wave. Erste Wave? Das war ja krank. Spring Blossom Cannon Flare ist noch besser. Okay, okay, okay. Guck. Boss. Ah, ne, hinter uns. Komplett hinter uns. Ja, ich hab schon gedreht. Du kannst gleich schießen, direkt rechte Seite. Yes, sir. Links. Kannst du direkt schießen? Na klar.
Komm schon! Rosanna! Steuer das Schiff hinter die Felsen! Ei! Das Schiff hinter die Felsen! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Da ist eine Kiste im Wasser. Willst du die looten? Wo? Da, wo die Geister schwören. Ja. Kannst du mit der Harpune holen? Da können Phantomkugeln drin sein, wie ich schon gesagt habe. Dieses dicke Gesicht, was sie gerade geschossen haben. Wenn du das auf eine Galli ballerst, dann ist over für die. Alter, das ist ja richtig Stuff. Das ist von dem Boss gerade. Ja. Ach, komm schon. Laufen wir voll? Ja, mach dir keinen Stress. Nur ein bisschen. Und hinterher. Rosanna! Das Schiff ist an die Felsen! Und wo ist das, Kevin? Weiß ich nicht. Aber SpongeBob? Ja, okay, gut, nicht schlecht. Ja, Rosanna, Patrick Star, Junge. Ja, 1 plus 1. Okay. Fliegende Holländer. Ganz genau, das ist so eine geile Szene. Also damals war das nicht ansatzweise so lustig, wie wenn ich mir das heute angucke. Rosanna, steuer das Schiff hinter die Felsen. Ei, das Schiff hinter die Felsen. Und auf einmal, ich hab einmal SpongeBob geguckt mit meiner Mom. Da kam die Folge mit dem Gratis-Luftballon-Tag. Und die einen Luftballon mitgehen lassen und dann sagt er ja hier der Patrick Star zu SpongeBob, ich zeig dich an. Und meine Mutter meinte direkt so, was ist das für eine Scheiße, die du dir da anguckst? Das ist doch super. Und ich fand das so geil. Und dann sind die in den Knasch gegangen vor Schuldgefühl. Und dann haben die Polizisten sich einen Spaß erlaubt. Ey, weiter rechts ein bisschen, komm. Gib mir mal einen Schuss jetzt hier. Obwohl, jetzt passt, jetzt wieder links. Ich geb dir so die Schüsse. Oh, boom, Alter. Guck mal, der war einfach One-Shot. Das ist dumm. So, jetzt holen wir direkt erstmal den Loot dort, ne? Würde ich sagen, oder? Chat, lohnt es sich, in so ein Unterwasser-Abenteuer zu gehen? Haben die das irgendwie gebufft oder so ein Scheiß? Du kannst, wenn du Glück hast, einen Windcrawler finden. Ach, die sind ja neu. Stimmt. Oh, das würde ich gerne mal machen. Lass das machen. Ich würde den gerne mal benutzen. Ich glaube, im Wasser macht es echt Spaß, den Scheiß zu nutzen. Segel hoch. Okay, wir haben alles. Beautiful. Und wieder Bossfight oder? Hä, wie lange geht das? Crazy Gaming TV. Oh, rechte Seite, kannst gleich schießen direkt. Rechts. Hä, das ist aber keine Bosswelle jetzt mehr. Wie lange geht nee, das? Nee, da kommt gleich noch die Bosswelle. Gleich rechts weiter schießen. Okay. Ja doch, ich würde mir so eine Flaschenpost gerne mal holen. Die ist ja neu jetzt. Ist man damit schneller als ein Schiff? Das wäre krass. Du kannst damit Wind in die Segel pusten von deinem Schiff. Ja, mal angenommen, du bist im Wasser. Im Wasser boostet es dich ja auch. Angenommen, du bist im Wasser und verfolgst so ein Schiff mäßig. Also im Video war das schon sehr schnell. Das sah schon schnell aus, ne? Oh, was für ein Schuss. Man könnte glatt meinen, die haben Auto-Aim, die Bots. Check. Das sind Bots. Wurde angezündet. Warum schreibt der Französisch in meinem Chat oder Spanisch? Ja, den erforschen. Rosa da! Ab jetzt bist du mein Rosa, Kevin. Okay? Ja, okay.
geil. Sollten die irgendwann mal bei Sea of Thieves eine Kooperation vielleicht mit SpongeBob haben und es gibt dann Patrick Star Skin, dann werde ich mir den kaufen. So nämlich. Und dann holst du dir den Skin vom fliegenden Holländer. Ja, so. Was will ich so toll machen? Fliegender Holländer Skin wäre so lit. Du wagst es? Wo ich den jetzt snipe? Cross the map. Dreimal getroffen. Natürlich kein Mal. Ich hab Angst, dass wir unsere Schatz verballern. Ja. Obwohl, in diesen Kisten müssen ja auch. Da ist Supply drinne. Ja, stimmt. Stimmt. Rosanna! Das Schiff hinter die Felsen! Der nennt den nicht mal beim Namen. Der hat echt gar keinen Respekt vor Patrick. Er nennt ihn einfach nach seiner Farbe. Ist das nicht racist? Du willst den fliegenden Holländer als Rassist bezeichnen? Schon ein bisschen vielleicht, oder? Warum nennt er den bei seiner Hautfarbe, Dude? Ja, like, cool. So. Krank, wie lang das Event geht, Alter. Ja, jetzt kommt der Boss bestimmt. Hoffe ich. Wir müssen darauf achten, wo jetzt das Portal kommt. Ach der, warum habe ich keine Mods? Also. Hä? Hinter uns. Das klingt sehr bosshaft. Ja, ja, da ist der. Flamehearted oder was? Sehr verflamehearted aus seinem Schiff. Ist ein Segel raus? Kannst noch schießen, ne? Ja, Segel raus. Also runter. Oder hoch. Hoch eher, ne? Na, jetzt kommen die hier erstmal vor uns. Was ist jetzt los? Das war ein Geisterkopf, der Dicke. Kannst weiter schießen, ne? Ich repariere. Okay. Machen wir. Ich hätte aber viel lieber, dass du lenkst. Oh. Ja. Ich repariere. Ich höre hier für Scheiß. Das klingt ja komplett crazy. Was ist das denn? Wieder? Ich hab ne Dings geholt. So. Cool. Kannst rechte Seite schießen. Ach, der lässt ja seine Bombenfässer ab, genau. Deswegen dürfen wir nicht hinter den fahren. Seine Captains da machen. Die dauern zu lange.
Kannst du noch schießen? Schon lange nicht mehr. Okay. Mal wieder hier die Shots. Wir wollen links fahren, Keule. Oh, der ist ganz am Arsch der Welt, der Boss. Das sind alles nur Plebs hier. Ganz links fahren. Ganz links. Ach, da hinten ist der. Ja, der ist ganz weit hinten links. Ich hab gedacht, der da ist der Boss. Nee, 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 nee. Das ist nur ein Lakai. Na dann, Volldampf. Rosana. Ja. Ich bin der Grüne. Kannst du es wagen, mich Rosana zu nennen? Aber das ist auch bei der Sloop wirklich so, dass du da echt sehr häufig gar nicht mal reparieren brauchst, weil bei der kannst du ja so gegenschippen, ne? Das ist ja geisteskrank. Mhm. Schippen größer als reparieren, sage ich mal. Noch die kleinen machen können, viel mehr Loot, aber kein Bock. So, macht schon ready zum Hucken. Doch, klar, doch, klar. Was sind alles Lagerkisten jetzt hier? Nur die zwei oder was? So, das ist ja verdammt Lash. God damn! Ei! Arrrr! Oha! Was ist mit unserer Fahne eigentlich? Kevin, wir sind Bastarde. Wir haben es vergessen, ne? Aus, Alter, Mann! Ich kann das keinem aufhalten. Warum fällt mein Chat mich nicht zu? Hm. Wie kann das sein? Was kann das sein? Wir machen jetzt noch eine Fahne und wir machen das auf 5, sonst geben wir nichts ab. Deal? Also du willst den ganzen Loot jetzt drauf lassen? Ich lasse den ganzen verschissenen Loot drauf. Wenn wir sterben, dann ist das so. Ich will Reaper 5 werden. Also Athena 5. Okay. Ist das respektlos? Wir können nicht so lost sein. Mann! Geradeaus. Ich sag ganz ehrlich, du darfst mir auch nicht übel nehmen. Ich bin gleich seit 14 Stunden am Zocken. Alter! Das ist mal ein Reapers-Tag. Krass. Nein, Spaß. Ja, okay, 14 Stunden ist schon crazy. 14 Stunden SOT. Na, das ist geistesgestört. Ich sag dir so, wie es ist. Ich werde das sogar noch toppen. Ich werde in Kürze 14 Stunden Hourglass. Und dann gehe ich mit dir im Stream. Und dann habe ich einen Nervenzusammenbruch. Ja, guten Morgen. Das wird passieren. Unterschätzt das. Es wird knallen und nicht allzu kurz. Da wird's knallen, krachen und knacksen. Mhm. Ich würde da echt gern runterschwimmen hier links von uns. Ich glaube, da muss ich mir auch so eine Queue machen, wo ich den Zuschauern sage, die sollen irgendwie in so einen Discord, in so einen Channel reingehen. Und ich muss mir wirklich jede halbe Stunde einen neuen holen, weil die alle keinen Bock mehr haben danach. Hm. Nach besonderen Kanonenkugeln, hier war nichts drin. Guck gerade. Noch eh Glash, diese Gesichtsshots. Also die so gemacht. Die Phantomkugeln sind schon sehr stark. Was machen die denn, außer das Schiff so ein bisschen wackeln? Ne, die machen riesige Löcher rein. Safe? Ja. Ah, wir müssen komplett nach Norden. Nee. Achso, ja, Norden. Wir sind nicht weit weg davon. Hä, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Wovon sind wir? Hä, als wir hier waren, habe ich gesagt Norden und jetzt sind wir einfach komplett in den Südwesten gefahren. Oh, unser Helm ist betrunken. Rosanna! Das Schiff! Hinter die Felsen! Auch ein Helm muss irgendwann mal Pause machen. Der Helm ist komplett übermüdet, der will so schlafen gehen.
Du, tu dir keinen Zwang an, wir können auch abgeben. Nee, ich hab echt noch Bock, also ich hab noch Bock rein zu grinden, also ein bisschen können wir noch machen. Okay. Athena 5 Flagge kriegen wir noch hin. Ja, Athena 5 Flagge abgeben und dann können wir schlafen gehen. Sag ich auch, ist gut bezahlt hier. Sonst mach ich mir gleich einfach einen Level-Up-Shot. 100 Milliliter, einfach. Zack. Trimax, der ballert sich immer Level up rein, wenn er komplett erkältet, mega krank ist, nur ein bisschen zu streamen. Heute ist erstmal. Und dann werden die Softboxen, auf höchste Helligkeit noch gestellt. Ja. Ist das gestört, Junge. Also wenn ich einmal einen Stream machen würde, auf seiner Helligkeit, guck mal jetzt, Chat, ich zeig euch jetzt, wie Trimax Stream aussieht. Guck mal jetzt mein Gesicht an. Und das ist ein Casual Trimax Stream. Das sieht bei dem nicht so schlimm aus, weil er einen Greenscreen hat, aber guck mal jetzt. So ist ein Trimax Stream. Der kann einfach mit seinen Augen in die Sonne gucken. Ich schwör's dir. Ja, Freunde, was geht, YouTube? Heute spielen wir tatsächlich eine neue Season von Sea of Thieves zusammen mit Gamers Time und Reapers. Wenn ihr keine Highlights verpassen wollt, dann abonniert doch am besten den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt und viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Das hier ein Trimax, Alter, auf vollster Zumindest wirst du nicht müde, ja. Zumindest brennen mir meine Augenlider nicht weg. Es geht sogar noch heller. Junge, in diesem Zimmer war es noch nie so hell. Noch nie. Kein Spaß, das ist ein Studio gerade. Ich sehe alles in einem ganz anderen Licht. Lad ihn mal wieder ein zu zocken. Mit Trimax kann man keine Multiplayer-Games spielen. Wieso kannst du mit dem keine Multiplayer-Games spielen? Das geht nicht, Digga, ja. Jeder, der 10.000 Zuschauer hat, kann keine Multiplayer-Games spielen. Ach, du meinst jetzt hier sowas wie SOT? Egal was. Hab gestreamt, snapped. Die bin ich in Ruhe gelassen. Ich habe so viel schon mit Max an Multiplayer-Games gespielt und wir hatten immer einen Scheißtag. Wir haben immer Call of Duty zusammen gespielt und der hat uns immer überredet, hat immer gesagt, ey, aber bitte 3 Minuten Delay und sowas. Ich hab gar keinen Bock auf Delay, bitte nicht, Alter. Trimax ist viel zu schlecht dafür, skilltechnisch. Junge, juck, du musst nicht immer der Beste in jedem Game sein. Content pur, wenn du das spielst, ist einfach witzig. Aber leider sind große Streamer verflucht. Multiplayer-Games nicht enjoyable. Zumindest nicht auf Dauer. Du kannst immer mal kurz spielen so. Aber dann, sobald die Leute dann so merken, Alter, jo, Trimax spielt das Game. Hey, jetzt geh ich da mal rein und fuck ab. Ist die Frage halt, ne, wie das jetzt bei SOT ist mit dem, wo man den Server so wechseln kann. Wie schwer das ist jetzt noch zu streamsnipen. Ich meine, ich wurde jetzt auch ab und zu mal gestreamsniped, aber ist schon sehr selten. Vorher war das ja. Ja, war nicht schön. Okay, schieß dich mal rüber hier. In eine Taverne. Zu mir am besten. Ja, ich habe das Schiff erstmal angehalten, damit es nicht weiterfährt. Verstehe. Du, wenn das jemand checkt, dann nicht. Ach, Mann, ey. Ach, Kevin. Die Kanone ist so gewesen, dass ich gegen voll den Holzbalken geballert bin. Da vorne. Links jetzt. Jetzt links, scharf links. Fuck. Oh, cool. Okay, da ist so ein Skelett-Fort, ne? Das machen wir, oder? Das machen wir. Setz die Segel, Matrose. Parkour! Eieiei. Hast du was gesehen? Ich sehe gerade gar nichts.
Außer Kotze. Ja. Könnte man die Schätze nicht an den Strand bringen und erst Flagge annehmen? Ich vermute, die Schätze zählen da nicht, oder? Nein, zählen nicht. Also alles, was du bis jetzt auf deinem Schiff hast, ist egal. So. Das, also deine Flagge wird nicht gelevelt. Du musst alles... Das, du. Moin, Tri-Tiri. Alles gut? Hast du schon die neue Kiste hier gesehen? Also dieses Fass, das neue Barrel unter Deck? Und ich auch, glaube ich, mit der Season hier reingemacht. Alter. Krass. Oha! Okay! Gamers Time TV! Was denn? Mit dem Konter? Wer mich ankotzt, den kotze ich zurück an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, ich glaube, wir sind auch schon direkt in der Nähe. Das scheint hier vorne schon zu sein. Ja, wir müssen nur auf 5 bringen. Dann kriegen wir den Bonus. Oder haben die das jetzt geändert und ich war... Ich kann keine Cam anmachen, weil ich, Dings. Weil meine Capture-Card kaputt ist. Achso, du gehst morgen Mittag rein, sagst du, ne? Bis 16 Uhr, oder? Ja. Okay, weil abends ist zum Beispiel bei mir auch morgen schwer, weil morgen kommt jemand... Meine Capture-Card ist kaputt gegangen von der Facecam. Da krieg ich eine neue eingebaut. Okay. Warum machst du das nicht selbst? Der macht noch andere Sachen. Der kümmert sich auch noch um Wasserkühlung und alles. Junge, hä? Und der Mann für alles. Der Loot zählt nicht zu Athena. Also ist das doch nicht angenehmer geworden. Wie, der zählt nicht zu Athena? Ja, damals war das ja auch so. Athena-Flagge konntest du nur leveln, also den Athena... Wie sagt man? Athena-Fraktion, in dem du auch Athena-Loot verkaufst. Aber ich dachte, das hätten die geändert. Hä? Also, ich habe Athena auf 75 oder so und wir sind einfach mit der rumgesegelt und haben alle Events und so gemacht und haben durchgehend immer wieder XP gekriegt. Also, keine Ahnung, entweder bin ich Brain AFK, hab keine Ahnung oder was weiß ich, aber... Also, wir haben damit sehr schnell gelevelt. Ja, schon 75 Athena. Ich guck nochmal. Station. 75 Athena, fast 76. Hä, kriegt man nicht ab 100 den Curse? Bei Athena? Ja. Gibt's da einen Curse? Ja, das ist nochmal was anderes, ne? Wächter des Glücks und Athena sind aber andere. Ja, also dieses Geister-Curse gibt es. Ach so, ja, aber da muss ich ja da die Uhr machen, also Hourglass. Ja. Willst du dich also rüberballern? Wir einfach Zeit wieder. Dann hören die zumindest auf zu schießen. Ja. Schieß mich rüber. Perfekt. Sehe ich hier keine Menschenseele oder Skelettseele. Ich brauche ein Schwert, ich habe kein Schwert mitgenommen. Da macht er wenig Schaden. Ja, ich hätte auch gerne den Geister-Curse gemacht, aber das kannst du nur mit Hard Carry machen, alles andere macht da keinen Sinn.
sind die Skelette hier jetzt? Ist hier noch irgendwas am Leben? Oder? Das habe ich gesehen, die Kettenexplosion. Ich wusste sofort, was Sache ist wieder. Junge, Junge, Junge. Ich brauche eigentlich gar nicht kämpfen, nur essen. Wahrscheinlich sagt auch Reapers die ganze Zeit, geh weg, G-Time. Aber weiß, glaube ich, nicht, so, dass der gemutet ist. Nee, ich hab dich aber nicht einmal gewarnt. Da schätzt du mich völlig falsch ein. Okay, schade. Ich habe nur gesagt, oh geil, eine Kettenexplosion. Oh geil, Explosion. Oh ja, nice. Throwing Knives sind super mega. Macht mega Spaß. Also so hier in dem Dings machen die Bock, finde ich. Naja, ist geil. Muss halt mehr treffen, G-Time, ne? Weil ich einen daneben geworfen hab. Oh, gut, wieder der eine. Thank you.
Red? Ey, ich war wieder mute, ne? Das ist krass. Was ist krass? Wie hab ich das denn geschafft? Draußen. Yes, sir. Macht er wenig. So schnell tot. Ja. Einfach mit dem Messer, die, mit dem Säbel. Die haben den ja tot genervt, der Arme. Nicht gut. Auf welcher Insel sind wir gerade? Boah. Gute Frage, nächste Frage bitte. Ja, okay. Der Rosane möchte nicht nachdenken. der Rosane rennt gleich eine Sicherung durch, Alter. Vom Main Entrance. Wo legen wir das denn jetzt am besten hin? Uiuiui. Das sind so zwei kleine Pissinseln. Und dann ist hier mein Schatz, sage ich, Chat. Boom! Mit noch ein Kisch. Ist das aber mit Liefernotiz so eine Kiste? Ja, oder? Scheiße. Oh, das mit Liefernotiz will ich nicht mal mitnehmen. Aber wir kriegen bei der Flagge nichts dazu, ne? Doch. Stufe 2 sind wir schon. Okay. Keine Ahnung, weil ich sehe das nicht. Dann ist das vielleicht bei mir gerade buggy, die Anzeige. Halt mal Q gedrückt und dann siehst du unten links. Ja, aber die geht nicht höher, wenn ich was aufhebe, ne? Irgendwie. Ja, aber es ist 2, oder? Oder nicht? Also... Aber die Stufe 2, wir sind Stufe 2. Okay. Hm. Wie sind wir Stufe 2 gekommen, wenn das nicht hochgeht? Vielleicht nur bei manchen Loot. Ja, das Ding ist, wo ich das gemacht habe, die Flagge gelevelt. Das kann aber sein, dass das damit zu tun hat. Ich habe immer diese Quest gemacht, die Legende des Schleiers. Ja, da kriegst du halt sau viel Athena-Stuff, ne? Mhm. Es kann sein, dass ich... Muss auch machen dafür. Ja, das kriegen wir nicht auf 5 ohne Athena-Quest. Beziehungsweise sehr mühsam nur. Ja. Ja, wenn du diese Schleier-Dings machst, da levelst du das schnell, aber die ist halt... Da musst du halt so Rätsel machen und all so ein Kram. Oh nein, Rätsel. Nach 14 Stunden SOT... Nee, nach 14 Stunden schaffst du das auch nicht mehr, weil da kommen so Rätsel, da hast du einfach nur ein Bild von irgendwo auf einer Insel, ja, von irgendwie, weiß ich nicht, einer Palme und musst dann erraten, auf welcher Insel diese Palme steht. Und auch so eine Scheiße, das schaffe ich nicht nach 14 Stunden, dann krieg ich wirklich einen Mental Breakdown gleich. Check ich. Du, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir.
ganzen Rätsel abgeben und Leute schlachten, die wir noch finden auf dem Weg. Ja, okay. Die ganzen Rätsel machen eh keinen Sinn mehr in dem Game. Kannst einfach auf den Sea of Thieves Wiki gehen, dann hast du alle Lösungen. Können direkt alle Rätsel rausnehmen. Ja, aber wo ist denn da der Spaß? Oh, warte mal, aber die Sachen zählen ja eigentlich auch erst, wenn die immer auf dem Schiff sind, ne, glaube ich. Aber das zählt alles nicht. Da ändert sich nichts. Nee. Da müssen wir wirklich Athena-Stuff farmen. Kriegst du alles gehuckt auf der Stelle? Ja, das, was da jetzt noch ist, nicht. Ja, warte, den habe ich vorher einfach nicht so gut gelegt bekommen. Weil ich da noch nicht. So. Zack. Maro. Die ganzen kleinen Sprengfässer nehmen wir nicht mit, oder? Wo verkaufen wir denn jetzt den Stuff? Bei was? Athena bringt ja nichts. Sehe was du nicht siehst, Kevin. Okay. Das ist eine Galeone, die sehr nah ist. Was heißt sehr nah? Ja, also wirklich sehr nah. Ja, Rosanna! Los geht's! Mach mal wieder! Ich bin schon da. Sehr gut. Dann fahr mal ein bisschen rum und ich mache ein bisschen Selbstmordkommando. Mach direkt einen U-Turn und dann beweg dich einfach nach hinten. Das ist einfach eine No-Segel-Galli. Wirklich U-Turn machen. Nein. Ja. Ach, Kacke. Jetzt wird er auch nach links, rechts fahren, maybe. Muss wirklich von denen wegfahren. Ja, ich fahr jetzt weg. Ich dreh jetzt so, dass ich von denen wegfahr. So. Naja, schaff ich nicht. Was höre ich hier? Ja, das dachte ich mir, dass der so fahren wird jetzt. Was ist jetzt los? Haben wir einen Mac an den Eiern? Nee, die werden von einem Schiff angegriffen, Lacher. Okay, das sind aber auch mehrere Leute auf dem Schiff. Schießen Kettenschuss, die sind sehr motiviert. Fahr einfach um die Insel rum, die ganze Zeit im Kreis. Mach ich auch. Was sind das denn für ambitionierte Shots, die sich da von sich geben? Snipen beide, ja, die haben mich gesehen. Witzig. Okay, da komme ich nicht rüber. Aber hier komme ich rüber. Ist der perfekt auf mich? Interessant. So. Ich bin dran mit Schießen. Du hast nicht zufällig Kettenkugeln, ne? Doch. Du kannst sie nämlich sehr gut demasten. Tja, zwei Messer sind down. Fahrt noch ein bisschen zu mir. Oh mein Gott!
Geh mal zu denen rüber und anker die. Okay. Sind geankert. Die sind so lost. Das ist so süß. Was machen die hier? Gott, sind die gesunken, Alter. Oh no. Entspannt, er schmeißt seine Feuerbomben hier. Das war vielleicht. Yep. Der hier oder was? Nee, nee. Warum fahren wir noch? Ich habe gerade die Segel gemacht, weil wir von diesem einen Kanonenturm beschossen wurden die ganze Zeit. Gestorben. Hinter uns da. Ich lenke hin. Ich muss nur einmal meinen Dings reparieren, weil der Kanonenturm, der hatte besseres Aim als sie. Du, check ich. Ja, der Kanonenturm war auch einer von denen. Oh, wir fahren falsch rum. Ein bisschen links. Ja, sicher. Ach, der Kanonenturm hat auch einer von denen geschossen. Ja, das war einer von denen. Okay. Ja, die sind hier vor der Insel, sind die schräg links. Ich weiß, wo wir hin müssen. So, warte. Zack. Die Segel. Ja, da ist noch einer am Leben, der schießt. Ja, ja. Der lebt noch. Das ist geil. Ich gehe so zu dem rüber jetzt. Guns and Girls heißt er. Oha. Nein, er ist tot. Oh nein. Die Jungs in der Gully, Alter. Ich bin da rübergegangen, hab die einfach alle abgeschlachtet und die haben sich nicht mal gewehrt. Die haben sich nicht mal gewehrt. Ist das krass. Scheiße. Hatten wir alles von der Insel, ja, ne? Ja, nahezu alles. Also ich glaube, da waren nur noch so Stäbe und so ein Kram. Cool. Oh, wir hätten hier aber noch ein Power-Explosionsfass. Ja, das hatte ich noch nicht geholt. Und einen dicken Schädel und noch so eine Vase. Können wir ja gleich noch einsammeln. Ich bin gerade bei denen ihren Loot. Du, kein Stress. Die waren so süß. Nein, oh, die waren so näher ran. Die haben es überhaupt nicht verstanden, das Spiel. Oh Mann, das tut mir so leid, ne? Alles gut, Kevin? Soll ich übernehmen? Ich hab Cross AX an. Ich treffe. Oha. Haben wir Lager? Ja, haben wir, ne? Haben wir allein diese Geisterthron hier. Ich guck mal nach dem Schiff, weil da kommt noch Wasser rein. Ein Loch. Krömer. Aber denen die Schätze geben.
Ist so, Alter. Ja, weg. Hab ich gesehen. Ja, weg. Weg. Macher. So, und dann noch die Dings holen dort. Boah. Oder? Guck mal in den Himmel. Ist eine Glocke. Eine Bär. Rosanna! Das Schiff hinter die Felsen! Ei! Das Schiff hinter die Felsen. Wo ist denn jetzt meine... Ach, hier. Was hatten wir denn noch hier so Schönes? Oh, morgen Vormittag sind die Server down, okay. Ja, ja, halt deinen Eimer schon mal ready. Du Pappenheimer. No, 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 no. I'm out. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Hier. Ja, perfekt. Unten noch. Unten, unter dir. Unten, 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 unten. Ja. Sauber. Money. Den Super, das Super Keck nehmen wir nicht mit. Doch. Ich geh's holen. Wir machen den Super Keck Play. Da hinten ist jetzt ein Feuertornado. Das Problem ist, wenn Super Keck auf unserem. Selbst wenn Schiff ist immer gefährlich, Super Keck. Boah, ich nehm's mal mit einfach. Chat, wenn das Ding explodiert, dann ist erstmal Ende im Gelände. Das verspreche ich euch. Weißt du, was mir mal passiert ist damit? Nasenbluten? Weißt, nee, ich weiß, wo ich Nasenbluten hatte. Ich hab das angemacht und bin auf das Ding, wo du jetzt bist, auf die Leiter. Oh ja, das ist nicht so smart, oder? Also, da hatte ich schon Puls. Da wäre mir fast ein Fass hochgegangen. Da kommt wieder ein Schiff, eine Sloop. Oh ja, oh ja. Ist bitte wieder eine Anfängersloop. Ja, oh, oh ja, die Anfängersloop, bitte gib mir die Anfängersloop. Wie willst du die wegsprengen? Oh, ich will die so. Ich glaube, die fahren uns hinterher, wenn ich jetzt fahre. Ich will, dass die lichterloh fackelt. Guck mal, die kommt so nah jetzt, du kannst da gleich treffen. Ich fahre so, dass die hinterher fahren, ja? Ja. Fahr, 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 fahr. Please, no. We are friendly, please. Ich muss weiter nach links fahren, weiter nach links. Obwohl, wenn die jetzt rechts fahren, dann. Ich fahre jetzt, der fährt uns hinterher. Am Stein vorbei, am Stein vorbei. Please. Please, we are friendly. I'm new in this game. Please. Scheiße. Tja, Freunde, das war ein super Kick. Ich bin aber auch gegen Felsen, gebe ich offen zu. Ich wollte aber auch die Szene nicht verpassen, wie du die in die Luft kriegst. Kaputt. Alles im Eimer, alle sind tot. Ich glaub, die sinken.
Es gibt auch so eine Athena-Superkeck. Die knallt nochmal mehr rein. Und er so, ich töte ihn, wenn er hochkommt. Boom! Hat er das gesagt oder was? Nee, er hat mich komplett abgestochen, als ich hochgeklettert bin. Aber ich hatte das Ding an, in der Hand. Und das heißt, er hat das Ding abgestochen, als ich es in der Hand hatte. Die sind, glaube ich, auch runtergegangen. Ja, hundertprozentig, die sind alle tot. Also, das können die gar nicht überleben. Ja, guck mal, die sind so runtergegangen. Oder? Stehen die da noch? Ich glaube, die stehen da noch. Nein, da muss man kurz rüber, schnell. Und mal Hallo sagen. Oh, die stehen noch! Das ist ja unfassbar. Also das hinterher wieder? Ja. Gehst du bei denen an Bord? Ja, ja. Die warten mich aber. Ich schieß gleich. Beide tot. Kriegen die noch Wasser rein? Nee. Überhaupt nicht. Die sind furztrocken. Also hat dein Keck quasi gar nicht viel gebracht, oder wie? Doch, die haben alles repariert. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Feuer mal ab hier. Die sind einfach Skelette von uns. Übel geil. Feuer ab, Kevin. Segel hoch, abfeuern. Segel hoch. Schöpf mal. Brauchst du noch Schüsse? Gemacht, Rosanna. Die haben den schnellen Loot bei uns gerochen. Yes, indeed. Hinter uns sind noch Sachen irgendwie. Yes. Drin, geil. Flaschenpost, geil. Kann sich direkt zu ihren Stuff drehen. Keine Ahnung, was das hier für ein Müll sein soll. Oh. PP geheim. Also das ist jetzt geisteskrank. Aus Prinzip werde ich darüber gehen, um zu checken, was da drin ist. Ah, ihr Stuff ist hier links von uns. AK-Kugel, nicht schlecht. Oh mein Gott, 4 Chainshots, wir müssen drehen. Nee, ich hab denen diesmal zugerufen, dass wir neu sind und die uns bitte in Ruhe lassen. Mann, warum geht mein Mic schon wieder nicht? Das nervt. Ich hätte auch gerne RP mit denen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die mich gehört haben. Ich hab dich gehört. Ja, ich meine aber, ob die mich gehört haben, weil ich war ja... Oh, das Skelettschiff kommt. Warum aber?
Oh je. Kommst du an Bord? Ich bin da. Kannst rechte Seite auf die ganze Zeit schießen, ne, jetzt. Ja, aber warum? Wo ist mein Lagerkist? Summer! Das hackt. Warte, ich schieße das nie, dich jetzt nicht nerven. Wieder, trotzdem. Und geankert. Flaschenposten, richtig krass geworden, echt. Ich mach schon mal den. Wieder Anker. Achso, ja, weil da, weil in der Flaschenpost jetzt. Da sind ja diese Muscheln da, die magische Miesmuschel. Hast du alles gelootet? Ja, ja, komm. Zieh mal durch. Fahr mal geradeaus, ich würde gerne noch die eine da mitnehmen. Ey, ich kann den. Einfach nur fahren wir ja, ne? Hä? Ja. Haben die. Das check ich nicht. Die haben doch gerade eine Ankerkugel geschossen. Ich bin mies gebrochen, da sind Chain Shots. Ich hol die mir jetzt. Ja, hast du Anker nicht wieder hochgemacht? Nee. Die haben nochmal eine Ankerkugel geschossen und mit der Ankerkugel ist er wieder hochgegangen. Oh, das ist doch merkwürdig, oder? Handicap, hier gibt's keinen Assi. Das ist ein Piratenspiel, Digi. Mann, was will denn das Schiff? Wollen wir die jetzt wegmachen oder warum sind die überhaupt gespawnt? Ja, mach die kaputt. Da gibt's doch Loot. Kaputt, finde ich gut. Mach ich. Wir laufen voll. Wie passiert sowas? Hm? Nix. Einfach ein Schiff ist gespawnt. Sehr merkwürdig. Hoch. Das ist respektlos, was hier wieder für eine Scheiße ist, ne? Lohnt sich das überhaupt? Ich dreh dich. Also die Fässer, die sind ja... Ah, nee. So viel zum Thema Loot, hä? Was ist... Ja, okay. Das esse ich jetzt einfach mal. Was für ein Schrott, was für ein Schrott, das habe ich ja noch nie gesehen. Also das hat sich gar nicht gelohnt. Hier vor uns ist noch was. Das ist die Sloop. Welche Sloop? Geister. Die, ja, ja, Skelett. Hä, was haben wir gerade gelootet? Irgendein random Loot. Oh, ich muss bremsen mit Anker. Nicht nötig, hab alles. Alright. Ich bin Gamer. Meinst du, wir kommen jetzt gleich mal hier weg? Warum? Erst kommt eine Galli, dann kommt eine Sloop und dann kommt noch eine Skelett-Sloop.
Ja, und alles ist gefallen, also ich erkenne keine Probleme tatsächlich. Wir stacken immer mehr Loot, der uns aber leider nichts bringt. Ja, geben wir das für Goldhorder oder so ab. Oder macht das, kann man das überhaupt bei, nee, man kann man bei Athena nicht abgeben, ne? Und dann haben wir irgendwelche schönen Ringe. Also abgeben tut man eigentlich, also was wir jetzt halt viel machen, wir segeln halt momentan sehr viel für die Gildenflagge. Also? Und da geben wir auch am besten ab. Mir ist sie auch. Wie du magst. Ich bin reich. Stinkreich. Man nennt mich nicht umsonst Reaper's Kid. Stinkreich. Wo gehen wir ab? Wir fahren doch gerade da zum Outpost, oder? Daggertooth. Ja, bei wem? Ja, da, bei dem Gilden-Ding gehen wir ab. Okay, wenn du das sagst. Machen wir das mal. Ich bin auch schon müde, Alter. Ich bin jetzt um 8 Uhr aufgestanden, ne? Wer steht denn um 8 Uhr auf? Ich glaube, jeder normal arbeitende Mensch. Yeah, okay. Die stehen nicht um 7 auf, oder? Oder um 6 Uhr? 8 Uhr ist schon eine komische Zeit. Ich glaube, niemand steht um 8 Uhr auf. Ah, doch, so Kids, also die in die Schule gehen um 9 Uhr Schule haben. Ja, hat doch keiner um 9 Uhr Schule. 8 Uhr. Doch, wenn die erste Stunde ausfällt, hast du um 9. Ah, das war immer das Allerschönste. Wenn du das mitbekommen hast. Von irgendwelchen Schülern, die irgendwie zu früh da waren. Und dann schreiben die in die Gruppe, Klassengruppe irgendwie, ja, ersten zwei Stunden fallen aus und ich, der gerade kurz vorm Losgehen war, und denkt sich, geil. Oh, nee, das Geilste war, wenn du um 12 Uhr in der Schule warst im Sommer und dann hieß es hitzefrei. Hitzefrei, kältefrei, es gab immer irgendwie Gründe frei zu machen. Ah, die Schulen sind so weich, sage ich. Ich werde eine Sache nie vergessen in der Schule, Chat. Und Kevin, ich war irgendwie, es war minus 20 Grad. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich minus 20 Grad mitbekommen habe. Deswegen erinnere ich mich so gut daran. Wirklich minus 20 Grad, Kevin. Verstehst du? Ich weiß, wie kalt das ist, als gelernter Koch. Okay, was auch immer das damit zu tun hat. Ja, du hast ja Gefrierhäuser. Wo die Tiefkühlprodukte sind. Da sind ja minus 20 Grad drin. Ja, aber das war einfach draußen minus 20 Grad am Morgen. So, das habe ich ja noch nie in meinem Leben erlebt. Das war auch so das einzige Mal. Oder wann kannst du dich mal an minus 20 Grad erinnern in Deutschland? Boah, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, ey. Ja, das war um 7 Uhr morgens und es war minus 20 Grad und ich habe mir so den Arsch abgefroren wie noch nie zuvor. Ich gehe zur Schule, bin kurz vor meiner Klasse, gefühlt Frostbeule und ich schwöre es dir, so wahr ich hier sitze, dann ist da ein Junge mir entgegengelaufen mit T-Shirt und kurzer Hose. Ach du Scheiße. Ich schwöre es dir. Digga, ich bin vom Glauben abgefallen. Das kann ich auch nicht mehr vergessen. Und das war einfach über 15 Jahre her irgendwie. Das hat mich fertig gemacht. Alter Junge, bist du am Malochen da oben? Ist das satisfying? Was machen die Eltern, frage ich mich da, dass sie den Jungen bei minus 20 Grad mit Shorts und Shirt in die Schule gehen lassen? Das ist doch lebensbedrohlich, oder nicht? Das ist doch. Hä? Ist das nicht voll gefährlich? Also bei minus 20 Grad, da müsste der doch eigentlich erfrieren. Ja, scheiße, jetzt verstehst du. Du wärst einfach locker langgelaufen oder so, hä? Aber ich hatte auch so welche, die im Winter mit dem T-Shirt rumgelaufen sind. Das ist krank, Alter. Junge, ist der am Einsammeln hier. Sehr gut.
perfekt und runtergefallen. Alter, das kann man sogar so perfekt legen, dass es unten dann landet, oder was? Ja, das landet automatisch unten. Okay, das haben die aber geändert dann, ne? Anfangs war das nicht so. Oder es gibt jetzt Trick 17, dass man das so machen kann. Weil sonst haben wir haben das immer so auf den Fahrstuhl gestellt und dann mussten wir immer runterfahren. Ach, Digga, ich hab den Schlüssel abgegeben, ich Bastard. Oh mein Gott. Einfach kein Bonusgeld, ne? Ist das ein Nachtritt? Ich hoffe, wir kriegen wenigstens XP. Ordentlich. Bei den Fraktionen. Moni! Hä? Ach, wir ziehen uns immer denselben Scheiß. Boah. Soll ich von der Schulleitung nach Hause geschickt werden? Ja, schick den armen Jungen am besten bei minus 20 Grad nochmal nach Hause. Soll er so heimlaufen? Ja. Das ist krass. Die haben den bestimmt zur Schule gefahren. Oh, ich würde das so das Jugendamt anrufen, Alter. Wenn ich da ein Elternteil werde und das sehen würde, wie Eltern den zur Schule fahren mit Shirt und kurzer Hose bei minus 20 Grad. Der kälteste Tag, den ich je in meinem Leben erlebt habe. In Deutschland. Ja, auch generell auch. Haben wir hier noch irgendwas? Nicht, ne? Flagge können wir noch abgeben. Ob jetzt so eine Stufe 2 ist, aber. Na, Stufe 2 Flagge geben wir ab, komm. Ja, hier noch Kanonenkugeln und sowas. Kanonenkugelkiste. Sollen wir noch abgeben? Obwohl, die haben wir gekauft. Nee, nee, das können wir gerade kriegen. Gewischt. Also wenn das alles doppelt gegeben hätte, dann wäre es gar nicht mal so wenig gewesen, ey. Ja. 2,5er sogar. Nicht nur doppelt. Ja. Also was wollen wir angehen? Ich überlege gerade mal, ich guck mal. Gibt es... Was sind die Grindskins PvE? PvP ist Athena Hourglass. Oder das nächstinteressante. Aber was ist im PvE die Grind? Es müssen ja diese krassen Kisten sein. Davon 30 machen. Die dauern ja auch ewig und 3 Tag. Schon sehr grindy. Alle Ringe bei Reaper. Reaper haben auch Ringe? Ja, du kannst die Reaper kann man auch bis auf 500, glaube ich, leveln. Warte mal. Lass mal zu den Reapern fahren. Das will ich jetzt sehen. Du willst bis zu den Reapern fahren? Sind die bei Reapern oder kann man, das hier irgendwo gucken? Ich glaube, du kannst doch hier in Pirate Log, Cryptation, Reaper, Bones. Das kann man ja auch bei dem Skelett hier kaufen oder sowas. Was weiß ich. Bei was? Bei Ansehen? Schnitterknochen? Oh, ich bin nur 76 bei Schnitter. Ja. Wo ist aber der Loot? Wo sieht man, was man kriegt dafür? Achso, den Loot sehen kann man, glaube ich, nur, wenn man bei denen ist. Ja, dann lass doch mal hinfahren hier. Oder du kannst auch gehen, Digga. Du musst nicht zwingen. Ich kann auch selbst hinfahren. Wenn mich das nicht juckt. Mal ganz entspannt hin, weil ich hau dann auch bald ab. Nee, okay, ich kling mich aus, das ist mir zu weit. Also ich grinde das gerne mit dir, aber da jetzt hinfahren will ich nicht. Easy. Ich mach ganz entspannt. Alles klar, dann kling ich mich aus, Reapers. Hat Bock gemacht. Ja, safe. Und beim nächsten Mal werden wir uns eine Flagge suchen, mit der wir dann auf Stufe 5 gehen. So nämlich, das ist aber. Alles klar, dann bin ich erstmal raus, ne? Bis dann. Mach's gut. Ciao. Schlaf gut, ciao. So, Chat. Von euch verabschiede ich mich jetzt auch.
Ich wünsche euch einen schönen Abend für die Leute auf YouTube. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder die Session. Und lasst mir immer gerne Bewertung, Kommentar da. Und ich gehe jetzt raus. Ich habe fast 15 Stunden gestreamt, Leute. Also ich bin gigamüde. Ich lasse den Stream auch nicht über Nacht laufen. Das macht keinen Sinn, weil morgen müssen eh alle raus und so. Ich bin dann morgen gegen 14 Uhr wahrscheinlich, wie sonst auch da. Und dann geht's weiter. Und nächste Woche machen wir sowieso dann einen großen, langen Livestream, ne? Also, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Schlaft gut und ja, bis morgen. Tschüss zusammen.